Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Unser Thema heute Nacht heißt Sterben. Ich möchte mich gerne mit euch über den Tod unterhalten, über die Angst vor dem Tod, über die Angst vorm Sterben, vielleicht über Sterbehilfe, über Testamente, überhaupt über eure Erfahrungen mit Tod und Sterben. Wenn ihr euch gerne mit mir auch über dieses Thema unterhalten wollt, die Telefonnummer wie immer kostenfrei 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Birgit und Birgit ist 30 Jahre alt. Schon guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Birgit. Du hast zu dem Thema angerufen. Ja, ich habe zu dem Thema angerufen, weil ich in den nächsten 6 Monaten sterben werde. Warum? Habe mich 1990 mit HIV infiziert, was ich 96 durch einen Zufall erfahren hatte. Ich hatte halt diesen jungen Mann wieder getroffen und er war damals so ehrlich, 96 zu mir, und hat gesagt, hör mal, du, es kann sein, ich habe dich infiziert, was ich dann auch herausstellte. Und seit 99 habe ich jetzt Krebs dazu bekommen. Das heißt, die HIV-Erkrankung ist ausgebrochen und dazu gibt es auch noch die Krebserkrankung. Genau. Mhm. Was war das für ein junger Mann, mit dem du damals den Kontakt hattest? Ich muss sagen, ich habe 90 sehr leicht gelebt. Mhm. Also HIV und so, Aufklärung, das war noch nicht groß geschrieben. Zumindest in den Kreisen, wo ich verkehrt habe. Eigentlich schon 1990, ne? Das fing ja schon so Mitte der 80er Jahre an. Ja gut, also es war eigentlich immer noch so, die Devise, das haben eher die Homosexuellen. Genau, ja, ja, natürlich. Mhm. Also unter den, damals habe ich fast nur heteromäßig gelebt, war das nicht so bekannt. Also es hieß immer nur, das haben die Homosexuellen oder die Drogenkranken, ne? Und wir brauchten uns so nach dem Motto nicht zu schützen. Ja. War das ein bisexueller Mann oder ein drogenkranker Mann? Nee, der hat es durch eine Bluttransfusion gekriegt, was sich im Nachhinein rausgestellt hatte. Du hast ihn durch Zufall dann wieder getroffen? Durch Zufall, ja. Der hatte eine Umschulung 96 gemacht und ich auch. Und in diesem Einrichtung, das war ein Berufsförderungswerk in Köln, haben wir uns halt wieder getroffen. Und wie lange wusste er das denn da schon, als er dich getroffen hat? Er wusste es da schon 3 Jahre. Hast du ihm einen Vorwurf gemacht, dass er von sich aus nicht initiativ dich gesucht hat? Nein, weil wie sollte er mich finden? Ich war in der Zwischenzeit ein paar Mal weggezogen in andere Städte. Ach so, das wäre gar nicht möglich gewesen. Es wäre nicht möglich. Ich habe ihm auch nie den Vorwurf gemacht, weil er wusste es 90 selber ja auch nicht. Das ist ein wichtiges Thema, ne? Dass er das damals nicht wusste und sich nicht bewusst infiziert hat, was man ja auch leider Gottes immer wieder hört. Ja. Wie hat sich dann dein Gesundheitszustand in den darauffolgenden Jahren entwickelt und verändert? Also bis 99 ging es mir recht gut. Mhm. Also sogar eigentlich bombig. Und dann war es halt so, dass ich ins Krankenhaus musste, weil nach 16 Jahren die Blinddarmnarbe aufgeplatzt war. Und da bei einem Routinecheck hat man halt festgestellt, dass in den Eierstöcken was nicht stimmt. Dass da irgendwas ist, was nicht hingehört. Ja, und seit 99 geht es also auch steil bergab. Ich habe Chemos hinter mir. Ich bin jetzt extra nach Oldenburg gezogen, um eine Chemotherapie zu machen. Aber es wird eher alles immer schlimmer als besser. Also ich bereue den letzten Schritt auf jeden Fall, dass ich nach Oldenburg gegangen bin. Um diese therapeutischen Maßnahmen an dir vornehmen zu lassen. Weil ich habe mein ganzes Freundeskreis, mein Zuhause, alles aufgegeben, um diese Therapie zu machen. Und dem traue ich heute noch unheimlich nach. Werde wahrscheinlich auch nicht zu Hause sterben können. Das ist das Schlimmste daran. Ich fühle mich hier oben irgendwo so fremd, nicht angenommen, einsam. Als du damals das erfahren hast von diesem jungen Mann, überkam dich da sofort eine Panik, dass du dir solche Dinge vorgestellt hast, wie sie jetzt eingetreten sind? Nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du es da immer noch so hingenommen, vielleicht passiert mir ja nichts, vielleicht bricht es nicht aus?
Ich habe immer nur gedacht, irgendwann werden die Ärzte soweit sein und du hast noch die Zeit abzuwarten, bis das Mittel gefunden wird. Hast du dann entsprechend dich geschont und sehr gesund gelebt? Nein. Und auf den, das auch nicht? Ich habe ganz normal weitergemacht. Ich habe es auch die erste Zeit so verdrängt. Ich habe es an Seite geschoben, habe gesagt, ach, was soll das und ist doch nicht so schlimm und das wird schon wieder. Das heißt, du hast das wirklich damals nicht so als dein Todesurteil aufgefasst? Nee. Und das war kein großer Schock für dich? Du hast dann, wie du sagst, ganz normal weitergelebt? Ja, schon geschockt war ich schon nachdem, also wie ich habe es beim Gesundheitsamt testen lassen, wie ich da rausging, da war ich auch im ersten Moment schon geschockt. Aber dann habe ich halt HIV-Leute kennengelernt und die haben ganz normal gelebt, die haben gesagt, das ist nicht so schlimm und nun mach dich nicht bekloppt, du kannst 40, 50 Jahre damit leben, haben sie gesagt, was nicht wahr ist, was ich natürlich im Nachhinein auch erfahren habe. Aber das hat mich dann beruhigt und dann habe ich ganz normal weitergelebt. Wie hat denn deine Umgebung darauf reagiert, dass du HIV-positiv warst? Man hat mir zum Teil gesagt, das war ja nicht anders zu erwarten. Weil du so ein flatterhaftes Leben geführt hast? Na, weil ich auch bisexuell bin. Also das habe ich nach 90 festgestellt, dass ich bisexuell bin. Und ich dann halt auch genau in diese Gruppe wieder reinpasste, von wegen, ach die haben es sowieso. Hast du es denn überhaupt sehr vielen Leuten, das habe ich jetzt vorausgesetzt, hast du es überhaupt deinen Freunden, also einem bestimmten Umfeld so erzählt? Es wissen nur zwei Freunde und meine Lebenspartnerin. Zwei Freunde. Und die haben das auch dann gesagt, das war nicht anders zu erwarten, die beiden Freunde? Ein Freund von dem hat das gesagt, weil ich auch sagen muss, 97 ist mein Bruder an AIDS gestorben, der war schwul. Und dann hieß es direkt, ja, ist ja klar, dass du das dann auch. Was sagen deine Eltern? Meine Eltern wissen nicht, dass ich HIV habe. Sie wissen nur, dass ich Krebs habe. Weil ich glaube, sie würden es nicht verkraften, ein zweites Kind an dieser Krankheit zu verlieren. Ja, wobei es für die Eltern ja dennoch sehr, sehr dramatisch ist, dass du so schwer krebserkrankt bist. Das ist ja, von daher bin ich ganz gut auf einer Seite, dass sie halt 300 Kilometer entfernt wohnen. Sie können nicht mal eben rüberkommen, weil sie auch schon alt sind und mein Vater ist schwer herzkrank. Aber sie wissen um die Dramatik deiner Situation schon. Sie wissen es, ja. Das wissen sie. Sie wissen es. Sie wissen zwar nicht, dass es jetzt so schnell gehen wird, aber sie wissen, dass es wahrscheinlich keine Heilung gibt oder dass es keine Heilung gibt. Du sagtest gerade am Beginn des Gesprächs, dass du 6 Monate in etwa noch zu leben hast. Sagen die Ärzte, das sagen die Ärzte. Das haben die Ärzte dir so klar ins Gesicht gesagt. Ja. Leider. Ich stelle es mir leider. Ja. Warum leider? Weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich wäre eigentlich froh, ich wüsste es nicht. Weil ich habe vor kurzem noch ein sehr intensives Gespräch mit meinem besten Freund gehabt. Und der sagt immer, Birgit, Mensch, der Tag hat nur 24 Stunden und du versuchst in einen Tag 48 Stunden reinzukloppen. Sagt er, wir kommen nicht mehr mit dir. Sagt er, du hast ein Tempo mittlerweile an dir, wir können nicht mehr. Kannst du denn jetzt überhaupt noch aufgrund dessen, du bist ja nun körperlich sehr angeschlagen, kannst du überhaupt noch viel und intensiv Dinge tun und erleben? Erleben wahrscheinlich schon, aber nicht so viel tun, oder? Nee, tu nicht. Also ich tue auch sehr viel schlafen, fast den ganzen Vormittag schlafen. Mein Tag besteht, sag ich mal, aus nachmittags 3 bis abends vielleicht 12, 1 Uhr und dann bin ich auch schon wieder weg. Also es ist wirklich so, dass ich auch nur noch ein paar Stunden am Tag habe und diese natürlich dann auch so voll proppen möchte, wie es nur geht. Und da kommen die Leute halt auch nicht mit. Ne? Wie lebst du tagsüber? Wo lebst du tagsüber? Ja, nur in meiner Wohnung. Nur in der Wohnung? Du lebst nicht mit der Freundin zusammen? Doch, die lebt mit bei mir. Ja. Wir leben zusammen. Sie geht aber den ganzen Morgen halt und bis abends um 5 geht sie zur Arbeit, dann ist sie nicht da. Und ich nutze halt auch abends auch die Zeit, einfach mit meinem besten Freund im Moment viel zu machen, weil ich meine Lebenspartnerin eigentlich eher meiden möchte. Warum? Weil ich komme da nicht mit klar oder ich habe das Gefühl, sie kommt mit meiner Krankheit nicht klar. Oder hast du Angst und möchtest ihr dich nicht zumuten im Moment? Das auch. Und ich möchte sie auch einfach nicht verlieren. Und ich weiß ganz genau, dass dieser Punkt kommt. Und das verletzt sie im Moment auch sehr. Wir haben auch sehr viel Streit und sie hat schon mit Ausziehen gedroht und alles. Also es verletzt sie, dass du quasi so auf Distanz gehst. Ja. Ja, kann ich auch gut verstehen. Weil wenn man will doch gerade, wenn man verbunden ist in einer Beziehung, liebend verbunden ist, gerade in so schweren Zeiten bei dem anderen auch sein und ihm helfen. Und ja, aber ich habe das Gefühl, ich kann ihr nicht mehr das geben, was sie braucht. Ich kann ihr nicht mehr die volle Partnerin sein. Ich habe das Gefühl, ich bin für sie nur noch eine Last. Aber ich glaube, ich bin sicher, dass das nicht so der Fall ist. Sie will dir ja ganz viel geben jetzt im Moment. Ja. Und ich glaube, dass alleine durch
durch dein Dasein, so wie du bist, was du sagst, wie du lachst, wie du denkst, du ihr sehr, sehr viel geben kannst. Ich weiß es nicht, ich glaube es nicht. Ich zweifle daran, weil sie auch meine Krankheit immer totschweigt. Und wenn ich mal drüber reden will, dann blockt sie unheimlich schnell ab und da fühle ich mich dann auch missverstanden oder so. Kann es sein, dass sie vielleicht über die Krankheit auch so schweigt, weil sie unsicher ist, damit umzugehen, weil sie nicht weiß, wie weit sie fragen kann, sprechen kann, um dich wiederum nicht zu verletzen? Das Umgehen, das fällt ihr schwer damit, auch zu akzeptieren, dass ich irgendwann nicht mehr da bin. Als du das damals erfahren hast von den Ärzten, noch 6 Monate, wann haben die dir das gesagt? Vorigen Monat. Ich stelle mir diese Sekunde ungeheuer schlimm vor, wenn man da sitzt irgendwo in einem Krankenzimmer und ein Arzt sagt einem das ins Gesicht. Was hast du da in dem Moment empfunden? Ich bin einfach nur rausgerannt. Also er hat es gesagt, er wollte noch mehr sagen und ich bin einfach nur rausgerannt. Weil auf einer Seite war es ein Stück weit auch eine Befreiung, weil ich dann mir endlich sagen kann, diese Qualen und die Schmerzen haben ein Ende. Weil die also mittlerweile sehr groß geworden sind und ich halt mich auch mit Schmerzmitteln nicht so vollpumpen möchte, dass ich nichts mehr mitkriege. Weil ich möchte irgendwo doch noch ein Stück bewusstes Leben haben und nicht nur von einem Delirium ins nächste durch Schmerzmittel. Hast du Angst vor dem Sterben? Ja, vor dem Sterben ja, vor dem Tod nein. Weil ich habe Angst, dass das Sterben qualvoll wird und dass ich alleine sterbe. Das ist das Größte, weil sowohl meine Lebenspartnerin als auch mein bester Freund mir ganz ehrlich gesagt haben, sie wissen nicht, ob sie es können. Das haben sie gesagt, ob sie. Sie werden es versuchen, dabei zu sein, aber sie wissen nicht, ob sie es können. Das rechne ich ihn auf einer Seite hoch an, aber auf der anderen Seite macht es Angst. Ja. Hast du dir jetzt für die nächsten Wochen oder Monate noch was Besonderes vorgenommen, was du machen möchtest? Ja, mit meinem besten Freund zum Meer fahren. Zum Meer fahren? Ich habe noch nie das Meer gesehen. Du hast noch nie das Meer gesehen? Nein. Wo wollt ihr hinfahren? In die Nordsee? Genau. Das ist dann nicht so ganz weit weg. Von hier oben ist es nicht sehr weit, ne? Von Oldenburg soll das nicht sehr weit sein. Ich habe noch nie das Meer gesehen. Und ich kenne diesen Film da, wo es ja auch um die Sterbenden ging und die wollten ja auch unbedingt zum Meer. Dann habe ich zu meinem besten Freund gesagt, das werde ich jetzt auch machen. Ich fahre zum Meer. Habt ihr schon konkrete Pläne? Wann ist Sonntag? Sonntag wahrscheinlich. Sonntag. Und wie lange wollt ihr da bleiben? Nur einen Tag. Weil er muss halt arbeiten. Ja. Sonntag soll es sehr schönes Wetter werden, habe ich heute im Wetterbericht gesehen. Das heißt, das ist dann besonders beeindruckend, wenn du am Meer bist und die Sonne scheint. Und ich hoffe es, hier oben ist es im Moment sehr kalt und stürmisch. Birgit, es gibt ja oft so Aussagen von Ärzten, nur noch 6 Monate und dann hört man Geschichten, dass die Leute noch Jahre gelebt haben. Nimmst du das wirklich so sehr ernst? Ist der Zustand so wirklich so eigentlich endgültig schlecht oder hast du doch noch eine Hoffnung, dass es sich nochmal aufbäumen alles kann? Ich glaube, wenn die Hoffnung nicht in mir drin wäre, wäre ich schon nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwo eine Funke Hoffnung ist immer in einem drin. Und ich hoffe, dass ich die Ärzte auch ein Schnippchen schlage und sage, Edge. Also der Traum ist schon da, natürlich. Also so therapeutisch ist im Moment ist alles gemacht worden, was man schulmedizinisch machen kann bei dir. Ja. Du nimmst Schmerzmittel zurzeit ein. Ja. Ich hatte gerade schon gefragt, so wie du lebst. Hast du gesagt, du lebst alleine und der Freund ist oft bei dir, die Lebenspartnerin nicht so sehr oft. Was machst du so den ganzen Tag? Computer. Ich bin gelernte Computerfachfrau und habe hier halt auch jetzt das DSL und all den Mist und bin halt viel im Internet und so. Würde es dir helfen, mich hat das gerade sehr beeindruckt oder sehr traurig gestimmt, auch, dass du sagst, ich habe Angst, dann, wenn es schlimmer wird, ganz allein zu sein. Hättest du denn gerne Kontakt zu anderen Leuten, die vielleicht in ähnlicher Weise betroffen sind wie du oder die Erfahrungen auch haben mit Schwerstkranken? Ja. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass sich schon Menschen melden jetzt auf unser Gespräch hin. Dann würde ich dir sehr gerne den Kontakt herstellen. Wenn du das auch möchtest. Ja, ist in Ordnung. Ja. Klar. Also, liebe Birgit, das verspreche ich dir auf jeden Fall. Und ich bin auch sicher, dass da was kommen wird. Sag nochmal so den Kreis, in dem du wohnst. Oldenburg. Genau, Bremen-Oldenburg. Bremen-Oldenburg. Den Kontakt stellen wir sehr gerne her. Ich wünsche dir von Herzen ein schönes Wochenende. dass es sehr schön wird am Meer. Ich hoffe es. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann natürlich deine Krankheitssituation nicht beurteilen. Aber ich habe ja hier mit so vielen Menschen schon gesprochen.
und auch so oft schon mit Menschen, die schwerst krank waren und die mir dann erzählt haben, Mensch, alle haben mich aufgegeben. Aber ich habe es dann doch gewollt und es ging wieder bergauf und es ist alles wie ein Wunder. Ich wünsche es dir einfach nur von Herzen und von ganzem Herzen. Und dir danke für die Sendung. Ich bin froh, dass es euch gibt. Das ist sehr, sehr, sehr nett, dass du das sagst, Birgit. Alles Liebe und alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Sterben und ich möchte mich mit euch sehr gerne über den Tod unterhalten, über eure Erfahrung mit Tod und Sterben, vielleicht auch eure Angst vor Sterben, auch über Sterbehilfe oder über Testamente. Habt ihr zum Beispiel schon ein Testament verfasst oder seid ihr mal in den Genuss eines Testamentes gekommen? Das Thema Tod. 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Und weiter geht's mit Frank. Frank ist 40 Jahre alt und ich begrüße ihn ganz herzlich. Hallo Domian. Hallo Frank. Ich liege seit einer Woche in der Uniklinik in Münster. Ja. Und mir hat man heute Morgen mitgeteilt, dass ich meinen 41. Geburtstag nicht mehr erleben werde. Wann ist dein 41. Geburtstag? Anfang Mai. Anfang Mai. Weswegen liegst du in der Klinik? Ich habe einen Gehirntumor, inoperabel. Es wurde festgestellt Ende 2000. Mhm. Es kam eine Strahlung, Chemotherapien und. Es hat nichts geholfen. Wie hast du damals diesen Tumor bemerkt an dir? Ich hatte fürchterliche Schmerzen im rechten Auge. Das musst du dir vorstellen, als wenn dir einer mit einem Messer ins Auge reinsticht. Kamen diese Schmerzen plötzlich oder haben die sich allmählich aufgebaut? Ich sag mal so, die haben sich langsam aufgebaut und dann ließen die ganz plötzlich nach. Mhm. Ganz plötzlich. Mhm. Aber die Abstände zwischen diesen, ich sag mal, Schmerzattacken wurden immer kürzer. Ich habe damals Spray gekriegt, das durfte mal maximal 4 bis 6 Mal im Monat benutzen, so stark war das. Mhm. Ich habe es zum Schluss 4 bis 6 Mal am Tag gebraucht und habe gesagt, ich will jetzt in die Klinik, muss was passieren. Ja. Und dann kam ich in die Klinik und wurde der Tumor diagnostiziert und dann kam meine Freundin rein und was ist denn los? Ich musste was sagen, weil ich... Ein Tumor, er sagt, ich muss auch was sagen. Damit komme ich nicht klar. Hat sie sofort spontan darauf gesagt? Spontan. Wie groß war der Tumor damals? Der Tumor hatte ungefähr damals eine Größe von einer Haselnuss, etwas größer. Mhm. 15 Millimeter. Mhm. Mittlerweile ist er auf 23,8 angewachsen. Durchmesser? Durchmesser. Bist du irgendwann mal operiert worden und ist das nachgewachsen oder geht das nicht zu operieren? Es geht nicht zu operieren, weil es ziemlich im Zentralhirn drin liegt. Mhm. Hast du damals diese Diagnose gesagt bekommen, sie haben einen Gehirntumor? Das haut einen ja schon mal völlig um. Und dann kommt die Freundin rein und sagt als allererste Reaktion darauf, ich kann damit nicht umgehen. Da musst du doch völlig, völlig fertig gewesen sein. Das kam es ja dann doppelt für dich. War ich auch. Wie ist es denn dann weitergegangen mit der Freundin? Hat sie dich wirklich verlassen? Sie hat mich verlassen. Quasi damals sofort? Sofort. Eine Woche später. Wie lange warst du mit ihr vorher zusammen gewesen? 1,5 Jahre. Mhm. Unverständlich, ne? Völlig unverständlich, nur... War das denn eine gute Beziehung? Hast du gedacht, dass das eine große Liebesbeziehung ist? Oh ja, für mich war es die große Liebe und... Letztes Jahr im Sommer, da rief sie mich auch noch an und hatte so Probleme mit ihrem Freund und mit familiären Sachen und da habe ich ihr noch geholfen. Ach so, du hast ihr noch geholfen, aber sie hat sich überhaupt nicht um dich gekümmert, nie mal einen Krankenbesuch gemacht oder irgendetwas? Als ich im Krankenhaus lag, wegen dem Tumor nicht, ne. Mhm. Jetzt habe ich ihr letzte Woche gesagt, dass ich jetzt nach Münster gekommen bin. Mhm. Und jetzt sind sie mich demnächst 14 Tagen, 3 Wochen, wenn sie aus dem Urlaub wiederkommen, mit ihrem Freund besuchen. Ich habe es nicht verstanden. Dann willst du? Dann wollen die mich beide besuchen. Ach, die wollen dich dann besuchen. Das heißt, du hängst noch an der Frau, ne? Ja, klar. Das höre ich, ja. Ich habe ihm auch gestern Abend am Telefon gesagt,
dann auf die Frau auf. Mhm. Jetzt bist du seit einer Woche wieder im Krankenhaus. Das heißt, der Zustand hat sich vor einer Woche wieder verschlechtert. Ist das richtig so? Der hat sich schon seit Dezember wieder verschlechtert. Mhm. So, und heute Morgen hat der Arzt dir diese bittere Wahrheit gesagt. Sie werden ihren 41. Geburtstag nicht mehr erleben und der ist Anfang Mai. Richtig. Was hast du gesagt? Ich konnte nichts mehr sagen. Ich habe die ganze letzte Woche nur überrollt. Es kommt einfach nichts mehr raus. Mhm. Ich habe es zum einen erwartet, spürt man irgendwo. Mhm. Was ist denn bei dir alles therapeutisch schon angestellt worden, um den Tumor in den Griff zu kriegen? Es fing an mit Bestrahlung. Dann fing es an mit Medikamenten, mit hammerharten Medikamenten, die Nebenwirkungen hatten, dass ich nicht mehr gerade auslaufen konnte. Jetzt nicht in der Wirkung von Alkohol, ja, sondern, sagt der Ausdruck Ataxie was? Nee. Gangunsicherheit. Mhm. Du taumelst hin und her. Mhm. Hammerharte Medikamente und die flogen nicht mehr an. Und im Moment heißt das, dass man überhaupt gar nichts mehr chemisch irgendwie mit Medikamenten oder mit Bestrahlung, man kann gar nichts machen. Das ist nichts mehr zum Ende. Stehst du ganz alleine auf der Welt? Jetzt hast du keine nahen Menschen um dich herum? Nee. Leben deine Eltern noch? Nein. Auch nicht. Es gibt auch keinen guten Freund oder eine gute Freundin. Ich hätte noch einen Bruder, aber der ist im Moment für mich unerreichbar. Verstehe ich das recht, dass dein Ansprechpartner eigentlich immer wieder diese Frau ist, die dich verlassen hat? Richtig. Wenn du sagen würdest, der nächste Mensch, ist das diese Frau, obwohl sie dich verlassen hat? Ja. Kannst nachvollziehen irgendwo, weil ich wäre zum Pflegefall geworden für sie und ich habe ja auch gesagt nachher, gut im ersten Moment, als sie gesagt hat, ich mache Schluss, ich war tierisch sauer, ich war enttäuscht, ich war wütend. Und innerhalb von Vierteljahr habe ich eingesehen, was kann ich ihr bieten? Mhm. Keine Zukunft, du bist ja, kann nicht. Du bist ja überhaupt nicht böse, ne? Nein. Mhm. Ich habe mittlerweile ihren Freund kennengelernt, das verstehe ich mit ihm auch sehr gut. Mhm. Hat der Arzt gesagt, wie diese letzten Wochen jetzt ablaufen sollen? Kannst du aus der Klinik raus oder wirst du in der Klinik liegen bleiben sollen oder müssen? Ich werde mich auf eigenen Wunsch entlassen lassen. Mhm. Also ich werde unterschreiben. Mhm. Und ich werde dann, wenn ich merke, es geht nichts mehr, dann werde ich den Freitod wählen. Mhm. Ich habe die nötigen Medikamente zu Hause. Ja. Kannst du im Moment denn so alleine für dich sein? Kannst du so dir was kochen? Alleine. Ich will alleine sein. Ja. Also du kannst auch so den Tag, den Alltag noch organisieren. Du könntest noch was einkaufen gehen. Geht das? Kannst du noch rausgehen? Im Moment ja. Das geht noch. Wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann würde ich mich oder es würde sich von hier aus drum kümmern, dass ich dann zweimal am Tag und Zivildienst leisten dann hätte, der für mich einkaufen geht. Was hast du früher beruflich gemacht? Von Maschineneinrichter. Aber du hast die ganze letzte Zeit schon nicht mehr arbeiten können? Nein, seit fast zwei Jahren schon nicht mehr. Hast du dich aufgrund der Schwere der Krankheit in der letzten Zeit schon öfters mit dem Tod und mit dem Sterben beschäftigt, gedanklich? Ja. Und was löst das so für Gefühle in dir aus, so nicht mehr da zu sein? Was löst das für mich im Gefühl aus? Du wirst es mir nicht glauben. Ich war vor 3-4 Wochen war ich auf dem Friedhof bei meinen Eltern, bei meinem Bruder, die neulich auch gestorben sind. War das neulich vor 3 oder 4 Jahren? Und habe nochmal von denen Abschied genommen, aber habe mich auch gleichzeitig, das macht sich paradox anhören, aber habe mich gleichzeitig wieder angekündigt. Wir sind bald wieder zusammen. Hast du so richtig laut mit denen gesprochen am Grab? Nein, ich bin da ans Grab gegangen, hab Blumen hingestellt, hab da vorgestanden und habe denen Zielsprache gehalten. Das heißt, du glaubst schon an eine Existenz und an ein Leben nach dem Tod?
Da glaube ich mit Sicherheit dran. Nur nicht eben so, wie es uns die Bibel erzählt, mit dem Mann mit dem langen weißen Bart. Was hast du dir jetzt heute so den Tag über gedacht? Wie willst du jetzt diese nächsten Wochen noch leben? Was möchtest du tun? Was möchte ich tun? Das ist eine gute Frage, Domian. Wenn ich das Geld dazu hätte, dann würde ich es nochmal so ähnlich wie in dem Film machen, hier mit Til Schweiger, weiß nicht, ob du den kennst. Mal eben zur Nordsee hatten wir eben auch. Hatten wir gerade, ja genau. Genau. So ungefähr. Nur leider habe ich die Möglichkeiten nicht und werde noch 2-3 Wochen hier bleiben und dann geht es zurück nach Hause. Ja, dann kann ich langsam aber sicher arbeiten. Ich habe mein Testament schon geschrieben. Hast du einen Wunsch, wie du deine Bestattung, deine Beerdigung haben möchtest? Ja, das habe ich, steht auch im Testament drin. Magst du es mir erzählen? Möchte ich verbrannt werden. Und wenn die Urne beigesetzt wird, dann möchte ich, dass das Lied von Pink Floyd gespielt wird, Before We're Here. Das hat für mich eine ganz besondere Bedeutung. Sag mal, ich habe es nicht verstanden. Aber das hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, dieses Lied. Ja, welche Bedeutung hat das für dich? Das ist jetzt 23 Jahre her, da waren wir in so einer Clique drin, damals so mit 18, 20 Mann. Da haben wir das jeden Samstagabend auf einer Party irgendwo gespielt. Und das sind eben so Erinnerungen. Jetzt schwelge ich also, ich denke nicht mehr nach vorne, ich denke nur noch zurück an die schönen Zeiten. Ja. Gibt es Momente in dir, vielleicht in der letzten Zeit schon, während der Schwere der Krankheit, aber vielleicht auch heute, nachdem du da so drüber nachgedacht hast, dass du mit dem Schicksal haderst und zu dir sagst, mein Gott, ich bin erst 40 Jahre alt, ich könnte noch so viele Sachen machen, warum muss ich denn gehen, warum trifft es mich? Na ja gut, ich habe einige Sachen falsch gemacht, ich habe einige Sachen gut gemacht und wenn ich die Chance nochmal hätte, dann würde ich einige Sachen mit Sicherheit anders machen. Also, du meinst, dass du auch viele Fehler in deinem Leben gemacht hast und dass du deshalb eine Strafe bekommst? Habe ich das richtig verstanden? Eine Strafe nicht, nein. Aber ich würde eben anders leben als früher. Was wäre denn das, was du am... Was dir ganz, ganz, ganz klar jetzt ist, was du anders machen würdest, wenn du nochmal eine Chance bekämst? Ja, ich möchte jetzt nicht als Moralapostel dastehen, aber ich möchte jetzt mal den jüngeren Leuten zusagen oder zusprechen. Ich war einer von denjenigen, die ihren Eltern nie zugehört haben. Ich war so ein, ja, hau mich drauf. Ich habe echt mal eben genossen in vollen Zügen. Aber jedes Wochenende Party. Prüfungen wurden mal eben so mit links gemacht, wo ich auch Glück gehabt, dass ich das gepackt habe. Nur ich habe durch die ganze Feierei auch vergessen, ja, damals schon eine Familie zu gründen. Das vermisse ich heute schon sehr. Lieber Frank, jetzt wünsche ich dir, dass die Tage und die Wochen, die dir noch bleiben, dass du die so gestalten kannst noch, zumindest soweit es irgendwie finanziell möglich ist, dass du noch das tun kannst, was du gerne tun möchtest. Und für das, was du dir vorgenommen hast, das bedarf ja nur auch einer sehr großen Kraft. Das macht man ja auch nicht mal so. Wünsche ich dir den Mut und die Entschlossenheit, die dann dafür notwendig ist. Ich werde alles versuchen. Möchtest du vielleicht noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Ich hatte zwar die letzten Tage schon reichlich psychologische Beratung, aber warum nicht? Ja, es geht ja vielleicht auch gar nicht so um die direkt psychologische Beratung, sondern einfach, dass das Gespräch noch fortgesetzt werden kann, weil wir ja nicht so ganz endlos hier in der Sendung sprechen können. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Petra, so heißt meine Psychologin heute Nacht, ruft dich gleich an. Darf ich noch eine Bitte äußern? Ja, klar. Ich komme tagsüber nicht durch zu dir. Eine Autogrammkarte? Ja, klar. Die kriegst du ganz schnell zugeschickt. Ganz schnell. Ich hab alle Bücher von dir. Die Petra schreibt dann gleich deine Adresse auf und das geht ganz schnell raus. Ich verspreche es dir. Okay. Ich danke dir. Mach weiter so, wie du bist. Ich denke ganz, ganz fest an dich, Frank. Auf Wiederhören. Ciao.
1 Uhr 29 und 39 Sekunden. Kurze Pause. Uhr 32, 1:30 und 32 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen, mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt Sterben. Ich möchte mich mit euch über den Tod unterhalten, über die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Sterben, vielleicht auch über Sterbehilfe, darüber haben wir noch nicht gesprochen, überhaupt über eure Erfahrungen mit Tod und Sterben. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Markus und Markus ist 26 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Markus. Warum hast du mich angerufen zu dem Thema? Ich habe am 27. Dezember letzten Jahres meine Mutter verloren, im Alter von 54 Jahren. Ja. An Krebs. Ja. Und es war so, sie war ein Dreivierteljahr, war sie krank. Und meine Mutter war der Mittelpunkt meines Lebens. Ich, also die ganze Familie, aber meine Mutter musste sehr viel für mich tun, weil ich war blind. Wir haben auch schon mal zusammen gesprochen, du wirst dich vielleicht daran erinnern an mich. Mhm. Ich hatte ab immer diese Blitze gehabt in den Augen und... Mhm. Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Das war ein ziemlich blödes Gefühl und da hatte sie sich natürlich auch mal Sorgen gemacht. Aber im letzten Dreivierteljahr, als es ihr schlecht ging. Du bist, Markus, ich unterbreche mal kurz, du bist von Geburt an blind, ne? Ja. So war ja. Das ja. Bist du das einzige Kind deiner? Nein, ich habe noch einen Bruder, der ist ein Zwillingsbruder, der sieht. Der sieht, ja. Aber das Problem war. Du sagst, deine Mutter war ein Dreivierteljahr erkrankt. Meine Mutter war ein Dreivierteljahr erkrankt. Was für ein Krebs war das, den sie Lungenkrebs. Hatte? Lungenkrebs. Irreparabler Lungenkrebs, ja. Wie hat sich damals dann vor einem Dreiviertel, also im Dezember ein Dreivierteljahr davor, die Krankheit bemerkbar gemacht bei ihr? Nur durch Zufall. Man dachte, es sei vielleicht eine Lungenentzündung. Sie war Asthmatikerin sowieso. Sie hat nicht geraucht oder sonst irgendwas. Und Verdacht auf Lungenentzündung hat man eine Sonographie gemacht und dann eben geröntgt und da hat man gesehen Schatten auf der Lunge. Mhm. Hat deine Mutter dir das auch gleich gesagt, nachdem sie es erfahren hat, dass es sich um Krebs handelt? Einen Tag später. Einen Tag später schon. Ja. War da schon klar, wie ernst es ist? Oder hatte man da noch Hoffnung, dass doch einiges noch getan werden kann? Also sie hatte keine Hoffnung mehr. Wir hatten alle und nachdem die Therapien begonnen worden sind, weil da wurde es auch besser. Und also es gab eine Chemotherapie oder ein... Es gab mehrere Chemotherapien, auch eine Bestrahlungstherapie. Und sie hat mich wirklich auch noch zum Beispiel... Sie war an manchen Tagen sehr schwach und an manchen dann wieder gar nicht. Ne? Zum Beispiel konnte sie mich manchmal zum Bahnhof, zum Zug bringen. Einfach. Ich habe gesagt, Mama, ich mache es mit dem Taxi. Nein, ich fahre dich. Und sowohl ich als auch ihre Großeltern, die sie später pflegen wollte, waren ihr Mittelpunkt im Leben. Du sagst, sie ist am 27.12. verstorben. Wann war denn, also im letzten Jahr, im Dezember, wann war denn klar, dass sie keine Chance mehr haben wird? Wann war euch das klar? Wir haben alle gedacht, dass sie noch 2 oder 3 Jahre gut leben kann. Mhm. Aber dass es so schnell kommt, nicht. Ist deine Mutter zu Hause verstorben oder im Krankenhaus? Ja. Zu Hause. Warst du bei ihr? Ja. Wie hast du das Sterben dann in Erinnerung? Das war ganz, ganz kurios. Ich bin eigentlich Skifahren gefahren nach Ischgl. Du wolltest eigentlich Skilaufen? Skilaufen, ja. Mit meinem Bruder nach Ischgl. Mhm. Ich habe mich in der Nacht... Darf ich mal kurz fragen, geht das überhaupt, wenn man blind ist? Kann man da Skilaufen? Klar, ich habe die Frage mir schon mal gestellt. Ja, genau. das geht.
Das geht, ich habe eine Stange in der Hand vor mir und habe dann eine Stange, die geht links nach hinten weg und eine rechts nach hinten weg, die hält mein Bruder und fährt dann rechts hinter mir oberhalb und steuert mir so über, also gibt mir eben so den Druck über die Stange, wo ich hinfahren muss. Habe ich das grob verstanden. Aber das war jetzt nur ein kleiner Einschub. Du hast erzählt, ihr wolltet eigentlich Ski laufen, aber dann kam alles ganz anders. Dann kam alles ganz anders. Ich habe am 6. in der Nacht vom 26. auf 27. mich furchtbar übergeben, um mich zu sagen, furchtbar gekotzt. Und alle haben gedacht, ich verstehe es gar nicht, deiner Mutter geht es doch gut. Ich muss jetzt sagen, ich hab auch geträumt, ihr ginge es schlecht. Demnächst. Aber es ging ja da so über Weihnachten ganz gut sogar. Ja, alle wissen, sie hat die Küchenvorbereitungen getroffen, alles. Am 27. morgens ging es ihr bestens. Niemand hat verstanden, warum ich nicht da bleibe. Warum ich da bleibe. Mein Vater sagte noch zu mir, ich verstehe es gar nicht, Kind. Also du rückst dich da immer in den Mittelpunkt und dann deiner Mutter geht's so gut und jetzt muss sie wieder nach dir gucken. Also es hat niemand verstanden. Was ist denn dann an dem 27. passiert? Am 27. Ging sie morgens noch mit meinem Vater zum Arzt, dann kam zum Blutwerte machen, war alles in Ordnung, dann frühstückten wir noch zusammen, dann legte sie sich hin zum Mittagessen, zum Mittagsschlaf, dann kam sie runter und hat ihre Wäsche machen wollen und haben gesagt, das können wir doch machen, machen wir doch. Und auch da war sie noch beim Wäschen machen, habe ich zum zweiten Mal mich wieder übergeben müssen. Ich hatte nämlich eigentlich vor, mich ins Büro einzuschließen und wichtige Klausuren und Dokumente zu bearbeiten. Also es ist ja erstaunlich, dass es dann bis am Nachmittag ihr so gut ging, dass sie sogar noch die Wäsche, sich um die Wäsche gekümmert hat. Ja. Wann fing es denn an, dass es ihr schlechter ging? Ja, pass auf, dann kam sie hoch, merkte, dass ich gespuckt habe und sagte, das machen wir nachher, jetzt setzt du dich zu mir. Dann habe ich mich zu ihr gesetzt, mein Vater saß auch da, es klingelte in dem Moment das Telefon, dass der Arzt rief an, um die Blutwerte durchzugeben. Ich sprach mit meiner Mutter. Dann holte sie nochmal Plätzchen. Dann kam sie vorbei an meiner Couch. Auf einmal machte es hoch und ich dachte, ihre Plätzchen seien runtergefallen. Und sie schleppte sich dann gerade noch bis auf ihre Couch. Ja. Und hat dann einen kurzen Kampf bekommen. Mein Vater holte die Inhalationsspray, immer noch am Abend das Telefon mit dem Hausarzt, damit er ihm sagen konnte, was passiert. Sie konnte auch noch zweimal selbstständig inhalieren, hat dann mein Vater angeguckt und hat ganz liebevoll mich angeguckt, so sagt mein Vater. Ich selber kann es ja nicht sagen. Und hat dann das letzte Wort, das sie sagte, war nein. Als mein Vater sagte, wir müssen jetzt den Notarzt rufen, richtete sie sich nochmal kurz auf und sagte nein und gingen sich zusammen und ihre Pupillen wurden immer weiter und weiter. Mein Vater weiß, als Mediziner ist er aber Arzt, er muss was tun und hat sie dann eben Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht. Und dann kam der Notarzt und dann hieß es, ja, wir können das nur über Elektroschock machen, ansonsten geht ja gar nichts mehr. Und das hat mein Vater und ich von vornherein beschlossen, weil sie hatte so eine Ärzteverfügung drin, dass sie keine verlängerten Maßnahmen haben will. Und da kann ich nur jedem raten, das muss respektiert werden. Also ich würde es, die Angehörigen sind ja nicht dran gebunden, aber ich finde, wenn sowas da ist, muss man das schon tun. Das heißt, Markus, in dem Moment eigentlich, nachdem sie Nein gesagt hatte, ist sie verstorben. Bei euch im Wohnzimmer. Ja. Habt ihr sie dann noch eine Weile im Haus? Ich habe beschlossen, dass sie die ganze Nacht noch da bleibt, weil mein Bruder ja nicht da war. Und saß auch die ganze Nacht bei ihr und hat mit ihr gesprochen. Hast du laut mit deiner Mutter gesprochen? Ja. Ja. Was hast du ihr gesagt? Ich habe ihr gesagt, Mama, ich weiß, was deine größten Sorgen ist. Sie hatte sich ihre große Sorgen um mich gemacht, mit dem Studium und allem. Und allen Dingen, über die ich dir mal anders mal erzähle. Einfach, das hat mit dem Thema heute so nichts zu tun. Ja. Aber wenn ich hoffe, darf ich dich vielleicht nochmal anrufen irgendwann. Ja, gerne, ja. Und dann habe ich ihr gesagt, um Oma und Opa, da kümmere ich mich, also um ihre Eltern, weil das war ihre größte Sorge. Und dann habe ich gesagt, mit Papa kümmere ich mich auch. Und also du hast da richtig dann Verantwortung übernommen? Hab mich nochmal bedankt für alles. Hast du viel geweint währenddessen? Ja. Und ich habe sie geküsst.
War dein Vater, warst du da stellenweise ganz alleine oder war der Vater auch immer dabei? Mein Vater war da, aber wenn er das Gefühl hatte, ich wollte allein sein, ging er. Wie wichtig war das für dich, dass du diese ganze Nacht noch bei deiner toten Mutter verbracht hast? Sehr. War das war das eigentliche Abschiednehmen wahrscheinlich, ne? Ja, weil ich habe sie dann nochmal gewärmt, so wie ich es immer gemacht habe, wenn ihr kalt war. Wie war es dann für dich, als die Beerdigung war? Relativ gut, weil ich mich schon relativ gut ist gequatscht, aber ich habe mich ja vorbereitet und ich wusste, dass es so kommt. Und eigentlich war ich von der Familie her das Stabilste, wobei alle ja gedacht haben, dass es für mich sicher am schlimmsten ist. Weil eben ja, gerade wegen. Das wollte ich jetzt gerade fragen, Markus. Du warst ja wahrscheinlich dann oder das Sorgenkind der Familie durch deine Behinderung. Und auch wegen der Augenerkrankung, weißt du, die tagtäglichen Blitze, über die wir auch mal wieder reden müssen, da gibt es auch mal wieder kuriose Dinge. Ja. Also. Und die Mama hat sich sehr um dich gekümmert. Dennoch wirkst du auch jetzt, das ist ja alles noch gar nicht so lange her, doch sehr gefasst. Wie kommt das, dass du so gefasst bist? Weil ich es muss. Ich habe mir gewisse Aufgaben aufgeladen, weil ich mein Jurastudium so nicht zu Ende bringen kann. Und wenn ich jetzt nur meinem, also ich kann weinen, aber ich habe mir das alles so, ich habe mir, wenn du mich anrufst, habe ich gedacht, mach ich das Gespräch so, dass ich mich halbwegs gefasst halte. Du darfst es haben, dass es nicht mich belastet. Ja. Steckt dahinter vielleicht auch so eine Verpflichtung, dass du denkst, das muss ich jetzt für meine Mama machen, für meine Mutter, weil sie möchte auch gerne, dass ich zum Beispiel mein Studium fertig habe und dass ich nicht zu sehr versinke in der Traurigkeit und Trauer? Teilweise das, teilweise auch die Verantwortung gegenüber der anderen Verwandtschaft. Aber mein Bruder ist, also natürlich, mein Bruder ist, macht mir ein großes Problem, weil er der eigentlich der Stärkere ist von uns beiden, der keine Krankheiten hat, der verdrängt das alles. Also ich gehe am besten damit um im Moment. Ich glaube auch, auch wenn man so viel darüber spricht oder jetzt auch, dass du es mir hin und erzählt hast, ich glaube, natürlich hat man die Trauer immer für sich alleine, aber man kann sich etwas erleichtern, indem man spricht, indem man auch immer wieder spricht. Ich glaube, dass das ein sehr gutes Mittel ist, eine sehr gute Methode ist, den Schmerz etwas zu lindern. Mir tut es sehr leid, Markus, dass du deine Mutter verloren hast, die erst 54 Jahre, ne, sagtest du, 54 Jahre alt war. Das ist ein sehr, sehr großer und sehr schlimmer Verlust für einen Sohn. Und du hattest ja auch ein gutes Verhältnis zu ihr, das hörten wir ja gerade raus. Ja, das ist ein sehr gutes, ja. Ich wünsche dir von Herzen, dass du diese Kraft so weiter beibehältst. Ich wollte noch gerne dich was anderes fragen, ob du mir einen Rat geben kannst. Ja. Also, ich habe das ja alles geträumt. Ich habe das auch in Träumen vor ihrem Tod gehabt, sie wird sterben. Ich habe das zum ersten Mal geträumt, da war sie noch gar nicht krank. Und jetzt träume ich von mir selbst. Dass du stirbst? Ja. Macht dir das Angst? Ein bisschen, weil die Ärzte gesagt haben, sie können nicht ausschließen, dass das bei den Augen ein Tumor ist. Aber das kann man doch sicher irgendwann oder sehr, sehr, sehr bald sogar ganz klar diagnostizieren, oder? Nee, weil sie sagen, man muss es gucken, weil der liegt so komisch und bei mir sehen die Augen so komisch aus. Also ich muss jetzt da, man muss noch warten. Aber es könnte sein, dass man einen Tumor entdeckt, den man hätte entdecken. Also ich glaube jetzt erstmal, Markus, ich würde das mal nicht so ganz ernst nehmen mit dem Traum. Du bist ja jetzt so erfüllt von Trauer und auch von den Gedanken an Tod durch den Tod deiner Mutter. Da ist es vielleicht sogar seelisch, psychologisch erklärbar, dass man auch über den Tod träumt. Ich würde jetzt nicht unbedingt eine Verbindung knüpfen. Ich habe damals über den Tod meiner Mutter geträumt, sie ist gestorben. Jetzt träume ich meinen Tod, ich sterbe auch. Ich würde das erstmal zur Seite legen. Und alles dran setzen, dass du, aber das wirst du wahrscheinlich auch sein, in guten medizinischen Händen bist und dass man das genau diagnostiziert und rechtzeitig etwas unternimmt, falls irgendetwas Bösartiges sich da bildet. Ja, also ich würde schon gerne mit einem Psychologen reden, wenn es geht. Bei mir jetzt auch. Ja. Das kannst du gerne machen, das ist gar kein Problem. Aber von meinem Gefühl aus, was den Traum angeht, würde ich das erstmal ignorieren. Und ich würde auch gerne, mir haben bisher die Telefonate mit dir immer sehr viel gebracht, einfach von der Gesundheit her. Und du hattest ja damals gesagt, einfach durchrufen und auch Bescheid sagen. Der Hinweis oder dein Wunsch, mit einem Psychologen zu reden, machen wir natürlich. Elke ist nicht heute da, aber es ist die Petra. Du legst auf und Petra ruft dich gleich wieder an. Und wenn was ist, darf ich mich bei dir melden absolut, oder schreiben oder aber so? Aber natürlich, absolut, Markus. Okay. Alles danke. Gute, wiederhören. Isabel, 50 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Isabel. Ja,
Also es geht im weitesten Sinne um das Thema Sterbehilfe. Ja. Und zwar hat Anfang 1992 meine Mutter eine absolut tödliche Krebsdiagnose gekriegt. Mhm. Sie hat dann mit der Gesellschaft für humanes Sterben Kontakt aufgenommen. Ja. Hat sehr schnell auch eine Liste bekommen über Medikamente, die man benutzen kann, um sich selbst zu töten. Mhm. Anwendung, Kombination, Wartezeit, bis das dann eintritt und so. Hat sich diese Medikamente auch aus Frankreich besorgen lassen und die lagen bei uns im Wohnzimmerschrank. So. Ja. Dann ist sie ins Krankenhaus gegangen, allein für eine Schmerztherapie. Ja. Es ist so ausgegangen, da sie Knochenkrebs hatte. Sie hat sich im Krankenhaus einen Knochen nach dem anderen gebrochen. Sie kam da nicht mehr raus. Mhm. Und es war vollkommen aussichtslos alles. Und jetzt kommt der Punkt, an irgendeinem Tag hat sie mich dann gebeten, dass ich nach Hause fahre und ihr diese Medikamente ins Krankenhaus bringe. Somit warst du involviert, ne? Ja, auf fürchterlichste Weise. Mhm. Hast du es gemacht? Ich konnte das nicht, das wusste ich sofort. Ich wusste auf der anderen Seite auch, es ist ihr gutes Recht. Ich bin auch dafür, dass Leute das selber entscheiden können, nur dass ich ihr das bringe. Ich konnte es beim allerbesten Willen nicht. Mhm. Und meine Mutter hat gebettelt, gefleht, sie hat, was ihr möglich war. Und ich habe um eine kurze Bedenkzeit gebeten. Ich habe gesagt, das kann ich so nicht. Lass mich eine Nacht drüber schlafen. Mhm. Und dann habe ich eine Lösung gefunden, also die für alle befriedigend war irgendwie. Nämlich? Es gab eine Nachbarin, die die Wohnung ja während all dieser Monate versorgt hat, die ahnungslos war wie ein Schaf, die nur Blumen versorgt hat, Krankenhausbesuche und so. Und ich habe dann meiner Mutter vorgeschlagen, dass ich raus bin, diese Nachbarin einzuschalten, ihr zu erzählen, dass es Vitaminpräparate sind oder was in der Art. Und das heißt, diese Nachbarin, ohne zu wissen, um was es geht, diese Medikamente ins Krankenhaus schafft. Also hast du die Nachbarin... Hat meine Mutter sich auch drauf eingelassen. Ja. Hast du die eigentlich instrumentalisiert, ne? Ja, habe ich aber nur deshalb mich getraut, weil diese Frau überhaupt nicht wusste, um was es geht. Die weiß das bis heute nicht. Ich würde sie auch niemals sagen. Ja, ja. Also damit kann man Menschen nicht belasten, ne? Aber das war für dich... Das war abgenommen. Ja. Dann kamen diese Medikamente ins Krankenhaus. Hat deine Mutter sie dann eingenommen? Nein, dann lagen die in der Schublade... Und ab diesem Tag habe ich nur noch Angst gehabt, monatelang, dass das Krankenhaus mich anruft. Nicht, weil das passiert wäre, was auf dem Programm stand, sondern dass meine Mutter sich was angetan hat. Ich habe keine Ruhe mehr gekriegt. Und am Ende, in der Gewissheit, dass diese Medikamente erreichbar waren, sie hat sie bis zum Ende nicht benutzt. Also die Sache ist ausgelaufen, so wie der Krankheitsverlauf halt ist. Nach wie vielen Monaten? Sie hat sie nicht benutzt. Nach wie vielen Monaten ist sie dann gestorben? Also sie war insgesamt 9 Monate im Krankenhaus und diese Medikamente, da mag es 4-5 Monate gewesen sein, dass sie die hatte. Hat sie sehr gelitten am Ende? Es war unbeschreiblich schlimm. Ich habe sowas noch nie erlebt, ich möchte es auch nicht mehr erleben. Sie ist verfallen. Mit jedem Tag ist sie verfallen. Nach dem, was du da gesehen hast und du sagst, ich möchte es gar nicht so etwas nochmal erleben oder nochmal sehen. Ich hoffe, dass ich es nicht mehr muss. Würdest du solche Medikamente nehmen, wenn du in eine ähnliche Situation kämst, nach dem, was du jetzt gesehen hast? Ich habe absolutes Verständnis dafür. Das heißt, du dass ein Mensch selber einen Schlusspunkt setzt, wenn er es nicht mehr aushalten kann. Das heißt, würdest du es für dich auch eventuell in Anspruch nehmen, theoretisch? Ja. Ich sag mir jetzt, ich bin nicht betroffen, aber ja. Und ich würde es bei jedem verstehen, bei dem es keine Rettung mehr gibt. Es ist ja sonderbar, dass deine Mutter es dann dennoch nicht genommen hat. Aber die Tatsache, sie hätte es nehmen können, hat ihr vielleicht eine Kraft vermittelt und eine Stärke gegeben. So habe ich das auch verstanden. Sie hat sich ausgeliefert gefühlt. Sie hat die Ärzte gefragt, die mussten natürlich ablehnen. Und sie hat sich ausgeliefert gefühlt und ab dem Moment, wo sie selber hätte entscheiden können, hat sie alles laufen lassen. Und ich war, ja, wie man halt fertig, traurig und runtergezogen ist, wenn eine Mutter stirbt. Aber das war mir fast lieber, wenn ich es so sagen kann. Dass sie quasi so normal gestorben ist? Ja, dass sie es nicht selbst getan hat. Warum ist das für dich angenehmer? So, na, angenehm kann man nicht sagen. Warum hast du dich damit mehr dann abfinden können, als wenn sie es selbst
getan hätte. Also habe ich jahrelang drüber nachgedacht und ich glaube, es ist der Punkt, wenn sie sich aus lauter Verzweiflung und Unerträglichkeit umgebracht hätte, da hätte ich ein ganz anderes Problem mit, also wie in welchem Zustand sie gewesen wäre, psychisch alleine. Nicht körperlich, aber so eine psychische Verzweiflung, dass sie zu den Medikamenten gegriffen hätte. Und du meinst, dass die psychische Du meinst, dass die psychische Verzweiflung nicht so groß war, jetzt in den Endzeiten ihrer Erkrankung? Offenbar nicht, denn sie hatte die Chance, das zu benutzen. Sie hat es nicht gemacht. Hast du im Nachhinein, du hast dich ja sehr, sehr viel darüber nachgedacht, über alles. Hast du das bereut, dass du selbst ihr nicht die Medikamente gebracht hast? Nein. Ich wäre für den Rest meines Lebens damit nicht zurechtgekommen. Warum nicht? Ich kann es eigentlich nicht erklären. Mir war es der einfachere Weg, jemand einzuschalten, quasi als Boten, ein ahnungsloser Bote. Aber wenn ich ihr das gebracht hätte und sie hätte es benutzt, ja. Ich weiß, ich würde für den Rest des Lebens nicht mehr zur Ruhe kommen. Was ich nicht verstehen kann, muss ich sagen. Es gibt Dinge, da nage ich ja jetzt seit 92 dran, die ich auch nicht geklärt kriege, warum das in meinem Kopf so läuft. Also ich finde, das wissen wir ja, dass das ein äußerst schwieriges und komplexes Thema ist, der Sterbehilfe, der aktiven Sterbehilfe. Aber ich glaube, dass ich in einem solchen Fall, den du gerade geschildert hast, bei einem mir sehr nahestehenden Menschen, und wenn der, wenn ich den sehr gut kennen würde und derjenige mir sagen würde, hol mir diese Sachen bitte. Ich glaube, ich würde es machen. Pass mal auf, ich habe ja die, Gott sei Dank, die Möglichkeit gehabt, es zu verlagern. Wäre jetzt diese Nachbarin nicht da gewesen, die ich ohne sie selber zu strapazieren einschalten konnte. Ja. Das wäre ein ganz anderes Ding gewesen. Dann könnte ich mir vorstellen, ich wusste ja, was am Ende passieren würde mit dieser Krankheit. Dann hätte ich eventuell anders gehandelt, aber ich konnte ausweichen. Verstehe. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich es konnte. Aber du hast gerade ja auch einen schon entscheidenden Satz zu der Thematik gesagt, dass du das sehr respektierst, wenn Menschen das tun oder den Wunsch äußern. Absolut. Und dass du das für dich auch unter Umständen gar nicht ganz ausschließen würdest, je nachdem, in welche Situation du kommen würdest. Nein, also ich weiß, dass es so viel Leid und Elend gibt, was Menschen ertragen müssen. Und ich finde, jeder sollte selbst bestimmen können, wann er nicht mehr möchte. Ja. Und ja, es ist schade, sehe es auch so, dass es vom Gesetz her unter Strafe gestellt ist. Also nicht, dass jemand leichtfertig damit umgeht, aber wer es wirklich will und kann sich alleine da nicht mehr helfen, dass die Hilfe von anderen in Anspruch nehmen kann. Ja. Das finde ich richtig. Ja, das sehe ich genauso wie du. Ich danke dir für deinen Anruf, Isabel. Ja. Und wünsche dir alles Gute. Ich danke dir, Domian. Mach weiter so. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Elisabeth, begrüße dich herzlich. Elisabeth ist 49 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Elisabeth. Ja, ich habe angerufen und gesagt, ich bin ein Profi im Punkto Sterben. Du bist ein Profi im Punkto Sterben? Ja. Aber Gott sei Dank unterhalten wir beide uns ja noch. Ja, natürlich. Ich bin noch nicht gestorben. Aber es ist Folgendes. Ich sage, jetzt sind halt immer Einzelfälle gekommen, dass Menschen erlebt haben, dass ein Angehöriger stirbt. Oder dass ihnen selbst der Tod bevorsteht, wie am Anfang Birgit und Frank. Oder dass ihnen selbst der Tod bevorsteht. Und das ist ja ein Thema, was in der Gesellschaft recht ausgeklammert wird. Immer weil noch wir, und wir immer sind wieder. Eine junge Gesellschaft, wir sind eine schöne Gesellschaft. Wir machen alles, damit wir eigentlich nicht sterben. Und es ist auch ein recht unschönes Thema, hast kann du, man sagen. Hast du... Ich mutmaße jetzt mal, frage dich, hast du beruflich mit sterbenden Menschen zu tun? Ja, natürlich. Das heißt, dich selbst betrifft es Gott sei Dank nicht oder noch nicht? Nein, momentan nicht. Was genau machst du beruflich? Ich bin von Beruf Krankenschwester. Und wie du dir vorstellen kannst, halt in diesem Beruf, was eben Krankenpflege, Altenpflege, Medizin betrifft, da hat man halt auch immer wieder mit dem Punkt Sterben zu tun. Immerzu? Ja. Immerzu. Ja. Wie lange, wenn ich fragen darf, noch arbeitest du schon in dem Beruf? Ich arbeite 32 Jahre in dem 32 Beruf. Jahre. Und in welchem welcher Abteilung bist du? In der Chirurgie oder in der inneren Abteilung? Nein, also jetzt bin ich in der ambulanten Pflege.
Und ich habe aber verschiedene Abteilungen durch, Intensivmedizin, ja. Chirurgie und so weiter, Psychiatrie. Das heißt, in diesen 32 Jahren hast du eine Unzahl von Menschen sterben erlebt. Ja, ja. Mhm. Und es ist, auch wenn man das, man sagt ja immer, das stumpft ab. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Man wird einfach auch empfindlicher. Und ich fühle mich im Moment so an dem Punkt, dass ich sage, ja, dass es reicht. Es reicht einfach. Ne? Und es reicht deshalb, weil du auch die Kraft nicht mehr dazu hast, das immer wieder zu sehen und das dann auch für dich zu verarbeiten. Ja, man muss sowieso für sich einen Punkt finden, wie gehe ich damit um. Und das ist also ungeheuer schwer. Wie hast du das bisher so in diesen vielen Jahrzehnten, wie hast du es so geschafft? Welchen Trick, wenn ich mal so salopp fragen darf? Es gibt keinen Trick. Es gibt einfach nur dass man sieht, was ist und was mache ich damit. Wie oft hast du, oder vielleicht sogar immer, ich weiß es nicht, dann diese traurigen Eindrücke mit nach Hause genommen, wenn jemand verstorben ist, vor deinen Augen? Das ist ein Punkt. Man sagt ja, also ich mache das ja professionell. Ich kann mir auch nicht alles und jedes, alles immer nur mit nach Hause nehmen, weil ich habe ja auch noch mein Leben. Und trotzdem ist es immer ein Punkt, der im Leben ist. Also das ist nie ausgeklammert. Also man ist sich eben halt seines eigenen Lebens, seines eigenen Seins und auch seines eigenen Endes immer ein Stück näher, denke ich, als so in jedem anderen Bereich. Hat es dein Denken über deinen Tod und dein Sterben sehr verändert, all das, was du gesehen hast? Inwiefern? Also sagen wir mal so, ich sage das dann so ganz lapidar, ich bitte dann darum, ab einem gewissen Stadium bitte ich dann um den Tierarzt. Wie meinst du das? Ja, weil das ist dann ein gnädiges Sterben. Das heißt, du würdest, möchtest auch... Ja, es ist so ein bisschen Zynismus dabei auch, aber ich denke, es wäre dann ein etwas gnädigerer Tod, weil Menschen sterben nicht gleich leicht. Ich habe es erlebt eben halt, dass Menschen sich gewehrt haben bis zum Schluss vorm Sterben, dass Menschen einfach auch friedlich eingeschlafen sind. Da diese ganze Spannbreite, die habe ich eben halt in diesen 32 Jahren mitbekommen. Das heißt, wir haben ja gerade das Stichwort ein paar Mal gebraucht schon. Würdest du für dich, wenn du in eine entsprechend sehr, sehr schwere Situation kommen würdest, eine Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Kannst du, wenn du Revue passieren lässt, das ist ja eine so lange Zeit, 32 Jahre, gibt es ein Sterbefall, der dir besonders nachhaltig in Erinnerung ist? Ja, da war ich noch sehr junge Krankenschwester und das war ein 17-jähriger Junge, der an Leukämie gestorben ist. Und also wirklich, der hat wirklich dann im Sterben wirklich nur noch geschrien, ich will nicht sterben. Der wollte nicht sterben. Der war nicht so weit, aber er musste sterben. Und da haben wir dann wirklich alle da gesessen und wirklich einfach geweint um dieses Kind. Und ich war ja auch selber noch jung, da war ich vielleicht 20 Jahre alt. Gibt es das heute auch noch, dass du manchmal weinst, wenn jemand verstorben ist? Ja, natürlich. Ich meine, die meisten Menschen, die ich jetzt noch erlebe, die sind alt. Und die haben eben halt ein ganz langes Leben hinter sich. Die sind oft 90, über 90. Aber es ist eben halt für denjenigen, der stirbt und für denjenigen, der Angehöriger ist, ist es nicht leichter, ob jemand jung oder alt ist, sondern der Schmerz ist immer irgendwo derselbe. Der Verlust ist derselbe. Ja. Und der Schmerz auch für denjenigen, man vertut sich so. Man denkt immer, das ist dann irgendwie, wenn einer alt ist, das ist dann ganz einfach und ist er alt. Ja. Nein, derjenige ist ja immer er selbst und derjenige fühlt ja auch immer nur den eigenen Schmerz. Elisabeth, ist es für dich in den Jahren die Angst vor dem Tod und Sterben größer geworden oder geringer? Sagen wir mal so, vor dem Sterben habe ich einen ungeheuren Respekt.
ich glaube, der Tod ist nicht das Schlimme, aber ich glaube, das Sterben ist verdammt schwer. Gerade hast du gesagt, dass du hast das Gefühl, es reicht einfach jetzt. Ja. Heißt das, dass du vielleicht auch gar nicht mehr lange in deinem Beruf arbeiten möchtest? Ja, wenn ich denn könnte, würde ich es von heute auf morgen sein lassen. Elisabeth, jetzt muss ich ganz unhöflich sein und das Gespräch beenden, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Ja. Danke für deinen Anruf, danke für deine... Das, was du gesagt hast, alles Gute. Aber was ich muss Schluss machen. Die Sendung ist gleich vorbei. In der Technik Markus Liebetanz. Bis morgen. Gute Nacht.